Als ich vor ein paar Jahren meine erste Stelle als Lehrperson begonnen habe, hatte ich mir überlegt, den Beruf wieder hinzuschmeißen. Und eines meiner größten Probleme war das Klassenklima. Wie gehe ich mit störenden Schülern um und so weiter? Und heute, wenn mich jemand fragt, was ich arbeite und ich sage, dass ich Lehrer bin, dann sage ich irgendwann im Verlauf des Gespräches, und heute mag ich sogar meine nervigen Schüler. Hallo liebe Lehrerinnen und Lehrer, willkommen zu einem neuen Video im neuen Jahr 2020 und heute möchte ich euch drei Tipps geben, wie ihr lernen könnt, sogar eure anstrengenden und nervigen Schüler irgendwann zu schätzen und zu mögen. Der erste Punkt, den ich euch mitgeben möchte, ist versuchen, die ganze Situation, wo du als Lehrperson genervt bist, im Gesamtkontext zu betrachten und auch zu verstehen, wo dieser Stress herkommt. Denn sobald du dich aufregst und nervst über das Verhalten eines Schülers oder einer Schülerin, dann ist es ja eine Form von Stress, das ausgelöst wird. Und das, was du dabei denkst, ist vielleicht, ah, wieso unterbrichst du jetzt wieder meinen Unterricht? Wieso lässt du wieder diesen blöden Spruch aus? Wieso kommst du zu spät in den Unterricht? Was auch immer. Es gibt tausend mögliche Gründe, warum sich eine Lehrperson vielleicht nervt an einem Schülerverhalten. Und dabei ist wichtig zu erkennen, dass dieser Stress ausgelöst wird, aber gar nicht so einen großen Effekt auf dein Leben und deinen Beruf hat. Denn diese kleinen Störsituationen, das sind wirklich alles letztendlich Kleinigkeiten. Selbst wenn sogar mein Schüler wirklich ein großes Problem verursacht und etwas total Danebenes sagt oder sich total daneben verhält, wenn du betrachtest, dass die Schüler 2-3 Jahre zu dir in die Schule kommen und das ist eine lange Schulzeit, dann gibt es die Möglichkeit, über diese 3 Jahre auch mit diesen Schülern zusammenzuarbeiten. Und wenn dann mal halt der Unterricht unterbrochen wird oder irgendwas daneben geht, dann ist das nicht so, dass es gleich dein Leben beeinträchtigen wird. Und etwas, das ich am Anfang immer falsch gemacht habe, ist, es sehr persönlich zu nehmen. Alles, was Schüler machen, das mich nervt, nehme ich persönlich und denke, jetzt greifst du mich an in meinem Beruf, in meiner Autorität und so weiter. Und da einfach diese Dinge zu relativieren und zu erkennen, das sind alles gar nicht so schlimme Dinge und wir werden daran arbeiten, und da einfach zu verstehen, das ist ein Stress, der vorhanden ist, aber man muss dem nicht so viel Gewicht geben. Gut, der zweite Tipp, den ich euch geben möchte, ist Beziehungsarbeit. Und das ist etwas, was ich in meinen Videos immer wieder erwähne. Die Beziehung ist so zentral zu all deinen Schülern und Schülerinnen. Wenn deine Schüler dich nicht als Mensch sehen, sondern nur als Roboter, der fachliches Wissen übertragen soll, damit sie irgendwie in unser gesellschaftliches System hineinrutschen können, und nicht wissen, wer bist du eigentlich, was hast du für Interessen, was hast du für Charaktereigenschaften und dass auch du als Lehrperson über die Schüler erfährst, was sie so im Leben interessiert, außer nur Schule und was sie für Träume und Wünsche haben und was ihnen im Leben wichtig ist und wer ihre Freunde und wer ihre Familie sind. Wenn diese Beziehungsarbeit nicht stattfindet, dann haben die Schüler kein richtiges Vorbild, zu dem sie hinaufsehen können. Denn wenn du erreichst, dass deine Schüler dich zu schätzen wissen und erkennen, dass du auch ein Mensch bist, der auch nicht immer alles perfekt macht und auch Fehler macht und so weiter, das auch zugeben zu können, das schätzen die Schüler übrigens auch sehr, dann werden die Schüler viel motivierter sein, zu dem Unterricht zu kommen, weil sie sehen, ah, dieser Mensch hat genauso Interessen und Wünsche im Leben so wie ich und er gibt sich sehr Mühe und interessiert sich auch für mich persönlich, dann bin ich auch viel interessierter, das mitzumachen, was er mir versucht zu vermitteln, also an stofflichem Wissen. Wer mehr zur Beziehungsarbeit wissen möchte oder auch wissenschaftliche Hintergründe dazu lesen möchte, kann sich über die Hattie-Studie informieren. Da ist beispielsweise in der englischen Version auf Seite 118 aufgezeigt, dass die Teacher-Student-Relationship einen Effekt von 0,7 irgendwas haben, was deutlich über dem Mittelwert ist, also über dem Wert, was es mindestens braucht, damit es einen echten Effekt auf den Lernerfolg von Schülerinnen hat. Gut, wir kommen zum dritten und letzten Punkt und ich habe diesen Punkt aktives Gehirntraining genannt und diese Idee kommt von dem amerikanischen Psychologen Sean Aker. Seine Bücher sind leider nur auf Englisch, ich habe noch keine deutsche Version von ihm gefunden und Sean Aker beschreibt, wie dass man die Linse auf bestimmte Dinge im Leben verändern kann. Und damit meine ich, dass wenn man etwas als negativ betrachtet, als anstrengend, als Stressfaktor betrachtet, dann ist es wichtig, die Linse zu wechseln, die Perspektive zu wechseln
um die positiven Dinge zu erkennen. Und das ist etwas, wo man sich mental dafür anstrengen muss. Beispielsweise weiß man aus Paarberatungen, dazu gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen, dass wenn ein Pärchen in die Paarberatung kommt und die Aussagen von Mann und Frau beispielsweise tendenziell mehr negativ sind, dann steigt die Wahrscheinlichkeit enorm, dass in 5 bis 10 Jahren diese Beziehung auseinandergehen wird oder diese Ehe, da eine Scheidung stattfinden wird. Hingegen, wenn ein Maß von zum Beispiel 3 positiven Aussagen zu einer negativen oder sogar 5 positiven Aussagen zu einer negativen Aussage stattfindet, dann steigt die Wahrscheinlichkeit enorm, dass die Beziehung halten wird. Und das Gleiche kannst du auf deine Schüler anwenden. Wenn du jetzt einen Schüler oder eine Schülerin hast, der dich nervt oder die dich nervt, dann solltest du dir mal auf Papier aufschreiben, okay, ein Punkt, der mich nervt. Und dann musst du unbedingt 3 bis 5 Punkte versuchen aufzuschreiben, die du trotzdem als positiv bei diesem Schüler oder Schülerin erachtest. Und je mehr du das tust, auch nur schon im Kopf und nicht nur im Aufschreiben, desto mehr wirst du erkennen, aha, okay, es gibt doch kleine Dinge manchmal, auch wenn es nur kleine Dinge sind, es müssen nicht immer riesige Dinge sein, die du zu schätzen weißt und wo du siehst, ah, doch, in diesem Bereich hat diese Person doch eine Stärke oder an diesem Tag hat diese Person mal eine Geste gemacht, die eigentlich ganz gut war, und sich das zu notieren. Und je mehr du das tust, desto mehr musst du dein Gehirn trimmen, die positiven Dinge an diesen Schülern zu erkennen. Und das kann manchmal sehr nervig sein. Ich habe das einmal mit meinem Schüler gemacht, wo ich auch dachte, Mann, wieso machst du immer das und das und das? Und dann habe ich mal so Adjektive aufgeschrieben, diese Person ist so und so, und dann habe ich versucht, diese Adjektive in eine positive Stärke umzuwandeln. Und das hat mir tatsächlich geholfen, wieder ein bisschen Distanz zu meinem Frust zu gewinnen, und inzwischen bin ich auch viel entspannter, was diese Situation angeht. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, dass ihr etwas davon mitnehmen könnt, und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.